Hallo verehrte Zuschauer, liebe Haustiere, Zimmerpflanzen und Teppichmilben. Die folgende Sendung soll Ihnen hier und da, hin und wieder, da und vor allem dort Gelegenheit geben, mal wieder ein bisschen abzulachen. Lachen. Ja, also da will ich Ihnen jetzt erstmal für das Lachen das theoretische Rüstzeug geben. Da habe ich Folgendes gefunden. Ja, das Lachen ist eine besondere Atmungsbewegung, bei welcher die Ausatmung in mehreren schnell hintereinander folgenden Stößen unter mehr oder weniger starkem Schall ausgeführt wird. Aha. So, dann fangen wir jetzt mal an. Also stellen Sie sich bitte folgende Situation vor. Ein Student arbeitet in einem Großkino als eine Art Telefoncomputer. Er bekommt zwar nur 5 Euro Stundenlohn, ist aber mit 10% an den Telefoneinnahmen des Unternehmens beteiligt. So entwickelt sich dann fast zwangsläufig eine ganz spezielle Bindung zum total ahnungslosen Kunden. Kino-Hotline, ja. 24 Stunden hier automatischer Ticketbestellservice. Ja, wollen wir mal sehen. Oh, Herr Hempel. Herzlich willkommen im Megacine Kinodom. Ja, Tag. Haben Sie über diese Nummer schon einmal Karten reserviert? Antworten Sie bitte nur mit Ja oder Nein. Ja, ich weiß nicht. Schatz, haben wir hier über die Karte hier schon mal... Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte antworten Sie nur mit Ja oder Nein. Ja oder Nein. Sprechen Sie bitte klar und deutlich und warten Sie bitte unbedingt den Signalton ab. Das ist ein Biebton. Ein was bitte schön? Ich bin Felix, Ihr automatisches Reservierungssystem. Ich helfe Ihnen bis zu 4 Tagen im Voraus, Kinokarten zu reservieren. Nee, heute will ich. Verstehen Sie? Heute. Heute, ja? Worauf müssen Sie bei mir achten? Keine Ahnung. Ich kenne nur die Begriffe Ja und Nein. Ach Gottchen. Und die Ziffern 0 bis 9. Nach jeder meiner Fragen hören Sie ein Signal. Das ist ein Biebton. Das ist ein Biebton. Sprechen Sie immer erst danach. Wenn Sie Kinokarten reservieren möchten, antworten Sie nach dem Ton mit 1. Mit was? Ich denke, ja soll ich sagen. Ich habe Sie nicht verstanden. Oh Mist. Bitte wiederholen Sie Ihre Antwort. Ja, 1. Bitte antworten Sie nach dem Ton. Ja, ach so, ja. Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie Ihre Antwort. 1. 1. Sie möchten Kinokarten reservieren. Na, endlich, ja. Haben Sie eine Megacine Kinodom Service Club Card? Eine was, bitteschön? Antworten Sie bitte mit Ja oder Nein. Ich weiß nicht. Schatzi, haben wir hier so eine Cine-Mine-Dingsbums da? So eine Cine-Mine? Wie lauten Ihre 3 persönlichen Endziffern? Meine was, bitteschön? Sprechen Sie jeweils nach dem Ton. Also ich hab gar keine. Das ist aber auch eine Scheiße. Ich habe Sie nicht verstanden. Das kann ich mir denken, ja. Bitte wiederholen Sie die Zifferneingabe Ihrer Megacine Kinodom Service Club Card. Du blöder Stück! Ich hab gar keine Lust mehr, verstehst du? Du kannst nicht mal, verstehst du? Ich habe Sie nicht verstanden. So was Blödes, Mensch, du Armleuchter, du Computerarsch hier. Felix, ja? Ich bin Felix, Ihr automatisches Verarschersystem, nicht? Ein bedauernder Sprachkrüppel, was? Du Scheiß, du. Hallo? Wohl Choleriker, was, Herr Hempel? Oh Gott, er kennt mich. Die Armleuchter. Computerarsch. Also ganz ruhig, Hempel, ganz ruhig. Also die kriegen dich nicht. Also du willst nur Kinokarten bestellen, das ist nicht schwer, das ist ganz einfach, weiter nichts hier. Du musst dir nur eine Nummer wählen, nicht wahr? Und dann macht es. Tut. Und dann sage ich ganz einfach... Herzlich willkommen. Ja, ich will gerne mal Kinokarten bestellen. Ja. Ja. Wenn Sie Kinokarten bestellen möchten, dann antworten Sie mit Ja.
Ja, ja, ja. Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte antworten Sie nur mit Ja oder Nein. Ja, ich weiß, das spart dir den Sinn. Und warten Sie bitte unbedingt den Signalton ab. Das ist ein Biebton. Ja! Na also, warum denn nicht gleich so? Hallo? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Für welchen Film möchten Sie Kinokarten reservieren? Ja, für den Film. Kennen Sie die Filmnummer? Hier, der Telefonsexvertreter. Wenn Sie die Nummer Ihres Films kennen, antworten Sie nach dem Beep mit 1. Ja, die Nummer hier, die kenne ich. 1. Sie haben gewählt Film Nummer 1, das kleine Arschloch. Passt gut zu Ihnen. Nein, die Nummer heißt 4. Ich habe doch nur 1 gesagt, weil... Ist dies der Film Ihrer Wahl? Nein! Ich sage ganz klar Nein und nicht Ja. Herzlichen Dank. Für die Bestätigung. Nein! Wie viele Karten möchten Sie reservieren? Oh Gott, noch mal. Also Felix hilft Ihnen. Wenn Sie 1 bis 2 Karten reservieren möchten, sagen Sie 1. Wenn Sie 3 bis 10 Karten reservieren möchten, sagen Sie 2. Für meine Frau und mich 2. Danke für die Bestellung. Felix freut sich, für Sie reserviert zu haben. 10 Karten für das kleine Arschloch. Heute um 17 Uhr. Das war ja schon vor einer Stunde, wenn es geht. Gesamtsumme Tickets DM 180. Gesamtsumme Telefonticket Bestellservice 78,20 Mark. Soll Felix diese Beträge von Ihrem Konto abbuchen? Herrgott, noch mal. Was habt ihr euch getan, ihr Schweine? Dankeschön. Mein Herz, ich... Ja, Anfall. Ich brauche dringend Hilfe. Ich bin Sanitäter. Hilfe. Hilfe. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, hallo, ich brauche dringend. Ich bin Sani, Ihr automatisches Rettungswagen-Reservierungssystem. Ich brauche dringend Ihre. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Bitte antworten Sie nur mit Ja oder Nein. Nochmal ein herzliches Willkommen aus dem schönen Foyer des Berliner Kabaretttheaters Die Wühlmäuse. Sie sind ja sicher mit mir einer Meinung, die Brüsseler Eurokraten haben keinen guten Ruf. Too much money for too much murks, wie man auf Englisch sagt. Aber wer von uns weiß eigentlich wirklich genau, wie der geradezu nervenzerreibende Alltag eines europäischen Spitzenbeamten tatsächlich aussieht? Euhano Kokona Bekel? Nein, Sie sprechen nicht mit Pakistan. Hier ist Brüssel. Aber das sage ich doch. Hier ist Euhano Kokona Bekel. Die Eurohandelsnormkoordinierungskommission. Dezernat Nabekel. Nahrungsmittel und Bekleidung. Nabekel. Brüssel. Bedauere, falsch verbunden. Herr von Sabbeln. Herr Dr. Krümelkack, bitte. Was führt Sie zu mir? Ja, was wohl? Wie soll ich jemals mit der europäischen Nudel fertig werden, wenn Sie mich ständig bei den Eiern hängen lassen? Ich? Sie? Ja, Sie haben doch die Standardeier, oder? Ja, natürlich. Soll ich sie mal rausholen? Ja, ich bitte Sie. Weil Sie wissen doch ganz genau, die Euro-Hartweizen-Grießteig waren Zusatznovelle, die EuH-Weitheits, kann doch nicht vom Tisch, solange Sie die europäische Standardeierweisung, die Eustern-Eiwei, nicht endlich vorlegen. Die Eustern-Eiwei mit den Sitzungsprotokollen vom Frühjahr 92. Ja, und wo bitte liegt das Problem? Weiß nicht, soll ich mal nachsehen? Ja, bitte. Solange die Euro-Standardeierweisung römisch 2/710 nicht abstimmungsreif ist, hänge ich doch völlig in der Luft mit meiner Euro-Hartweizen-Grieß-Teigwaren-Exportverordnung und meiner Euro-Hartweizen-Grieß-Teigwaren-Zusatznovelle, nicht? Zur Regelung der Hartweizen-Grieß-Teigwaren-Herstellung unter Zusatz von Frisch- und Trockenei. Sie blockieren die Zukunft, Herr von Sabbeln. Tut mir wahnsinnig leid. Ja. Der Kanzler schmiedet Europa und Sie pinkeln ihm an den Amboss. Ich bin fast sicher, da war noch was. Da hab ich's. Ja, bitte? Das Euro-Standard-Ei-Protokoll der Palermo-Konferenz 393. Danke.
Ist ja wieder mal typisch, nicht? Da haben Sie ja wohl eins übersehen. Da sollte die Gautzaff-Töff ja noch mal gründlich neu formuliert werden. Gautzaff-Töff? Die Gautzaff-Töff. Meine Güte, von Sabbel, die muss Ihnen doch geläufig sein. Tut mir leid, momentan... Die Gautzaff-Töff. Die größte anzunehmende und zumutbare Afteröffnung bei Euro-Legehennen. Das ist immerhin die Berechnungsbasis für den Durchmesser des europäischen Standardeis. War mir momentan entfallen. Also, die Gautzaff-Töff und das Euro-Standardei dürfen Ihnen nicht entfallen. Das ist immerhin der Knackpunkt der Oktoberkonferenz in Kreta. Wo liegt das Problem? Beim Durchmesser. Wir hatten den Euro-Binnenmarkt schon total abgeklärt. Das europäische Standardei war vermessen und gewogen, in 24 Farbtönen sortiert und nach 10 dottergelben Nuancen eingestuft. 100 Wasser hatte uns das Güte-Frische-Siegel entworfen und Colani den Euro-Eierkarton. Da kommen diese verdammten Italiener und machen wieder Rabatz. Weswegen? Wegen diesem dusseligen Piccolino-Huhn. Pico was? Das obersizilianische Piccolino-Huhn gehört zur gelbschnabigen Kratzfußrasse und hat eine Gautzafte von sage und schreibe 32 Millimetern. Jetzt frage ich Sie, wie sollen wir das europäische Standardei vom Kaliber 6,55 am europäischen Markt durchboxen, wenn diese verdammten engärschigen Piccolinos nur so kleine Dinger schaffen? Wie soll ich machen? Was denn? So winzige Eier? Ja, ja. Das wirft den Euromarkt um Jahre zurück. Wir müssen die Europfanne neu planen, die Kartons und die Eierbecher und die Eierlöffel und die Stempelmaschinen. Was tun? Ja, ganz einfach, eine Gesetzesvorlage. Wir erklären das obersizilianische Piccolino-Huhn zum Zwerghuhn. Und Zwerghühner haben sich gefälligst vom europäischen Markt fernzuhalten. Oder sie werden Frikassee. Und dann? Und dann gründen wir eine internationale Kommission zur Klärung der Zwerghuhnfrage. Und die kann dann, sagen wir mal, bis zum Jahre 2005 über den Eiern brüten. Und bis dahin, mein lieber Herr Kollege von Sabbeln, gibt es bestimmt weit größere Arschlöcher. Entweder bei den Hühnern auf Sizilien oder hier bei uns in Brüssel. Ja. Mann, oh Mann, ist die heute wieder geil. Die tobt ja wie eine wilde Sau. Und wie die sich bewegt. Die See. Jolanda, komm doch mal her. Was ist denn? Was willst du denn schon wieder? Ja, guck doch mal da. Ja, eine schöne Sturmflut, ne? Machen wir mal noch ein Bier auf, ja? Was, noch eins? Ja! Ist gut. Dahin richt ein Bier. Wie das Land, so das Jever. Seit Menschengedenken steht die Frage im Raum, was wird aus einem Toten? Wohin geht er? Ins Paradies? In die Hölle? In den Hades? Zu den Vätern? Zum großen Manitou? Oder gar ins Nichts? Und diese Ungewissheit führt bei manchen Menschen zu relativ starkem Flüssigkeitsverlust. Kommen Sie nur herein! Schönen guten Tag, Herr Pfarrer. Bitte setzen Sie sich. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Ja, nun ist ja gut. Nur hör mal auf mit der Heulerei. Das ist ja schlimmer wie bei der Flutkatastrophe im Oderbruch. Was soll der Herr Pfarrer denken, wenn ihr einen Tisch unter Wasser setzt? Herr Backe, Ihre Frau soll Ihrem Schmerz ruhig Ausdruck verleihen. Tut der Seele gut. Na, nun haben Sie was gesagt, jetzt überhaupt keinen Halt mehr. Nun reicht es aber! Denk doch mal. Schrei mal nicht so an! Das ist ja, so ist es, verstehst du? Also. Ihnen ist ein teurer Angehöriger verstorben. Na, mir nicht, ihr, hören Sie ja. Liebe Frau Backe, ich möchte Ihnen mein herzlichstes Beileid aussprechen. Na, vielleicht kannst du wenigstens mal ein kleines Danke rausquetschen. Also, Herr Pfarrer, Sie ist völlig mit dem Hintern in den Disteln, ja? Also. Machen Sie reden? Ja, möchten Sie mir vielleicht sagen, wer Ihnen verstorben ist, liebe Frau Backe? Also, mal so gesagt, sein Verfallsdatum war schon die ganze Ecke abgelaufen. Wart nicht!
Hätte Jute und Jane noch 2-3 Jahre machen können. Dann wäre ich aber mit dem Toaster in die Badewanne gegangen. Lieber du wie er. Du hast ihn doch vergiftet. Er hat Dr. Edgar gehasst, Herr Pasta, weil er ganz genau gewusst hatte, Dr. Edgar, mein Herzen viel näher war als wie er. Ich habe Dr. Edgar geliebt, ja, und hier, er hat ihn umgebracht. Also, sie hat doch eine Macke jetzt, hier, gib mal her, hier. So, hier, da bitte, Herr Pfarrer, da, sie hat ihn mitgebracht. Ah, er hat ihn umgebracht, weil er eifersüchtig war. Ich war eifersüchtig auf den Hamster, wa? Also. Natürlich warst du eifersüchtig. Ja, du wolltest doch nie, dass ich morgens mit ihm alleine frühstücke. Ja, immer diese Tatzenspuren auf der Butter, also. Bitte, bitte, einen Moment, bitte. Das ist mir jetzt völlig klar. Du hast ihn vergiftet. Na, eher hätte ich dich vergiftet, aber bitte, Sie müssen mir helfen, bitte. Dr. Oetker, der Verstorbene, ist ein Hamster? Ja, und sein Name ist Dr. Oetker. Keiner weiß warum. Fragen Sie mich nicht. Ja, ich weiß es. Aber ich verrate das nicht. Nee, nie. Sehen Sie, der freut sich, der Dr. Edgar tot ist, Herr Pasta. Nur kriegen Sie doch mal die Krawatte an. Die hat er extra umgebunden, nur um mal zu ärgern. Also, Herr Pfarrer, in meiner Ehe herrscht Freizügigkeit, wa? Wenn sie trauert, kann ich mir doch freuen, wa? Ich sag, trauer du, ich lach mir tot. Wa? Hier aus einer Fassung, ich bin Preuße. Du bist ein Mörder. Herr Pfarrer, könnten Sie vielleicht mal ganz kurz ein bisschen rausgehen, weil ich muss meiner Freundin was in einer gewissen Lautstärke sagen, dass der liebe Gott vielleicht besser nicht hören sollte. Ja, also. Der liebe Gott kennt ohnehin alles, weiß alles. Ach du Scheiße. Aber nun eine Frage, liebe Backes. Was kann ich, ein Pfarrer, für Sie tun? Na, du sagst ihm. Ich hab dir gleich gesagt, er bricht sich die Rippen vor Lachen. Na, jetzt traut sie sich nicht. Also, Herr Pfarrer, halten Sie fest. Sie sollen nicht Abrede halten. Ja, genau. Und da soll drin sein, wie lieb er war, wie süß er war, was er alles für die Familie getan hat. Du brauchst ja nicht abwinken. Nee, du kannst froh sein, sonst wären wir nämlich ja nicht mehr zusammen. Also, Herr Pfarrer, Sie behaupten seit 3 Jahren, der Dr. Oetker hätte ihr in unserer Ehekrise geraten, sich nicht von mir zu trennen. Ja, hat auch. Sie meinst ja, der Hamster hätte mit ihr gesprochen. Ja, hat auch. Karl Jans genau gehört, wie er gesagt hat. Hilde hat er gesagt, verlasse Günther nicht. Ja. Der verstorbene Hamster hat zu Ihnen gesprochen. Ja, genau. Ja. Bei den Tierschützern ist sie eine Heilige, ja? Da nennen sie die Hamsterflüsterin. Ja, bin ich auch. Ich kann Hamster so ja zum Schmunzeln bringen. Ja. Vielleicht war sie in ihrem vorigen Leben selber mal Hamster. Na los, mach mal vor. Na los, mach schon. Zack. Guter Fahrer, oder? Na, mach's mal da. Da bring ich's. Gut. Ich hab's dir schon bei Harald Schmidt angeboten. Das ist wirklich sehr komisch. Darf ich noch mal sehen, bitte? Na, du bist anscheinend satt. Ich fühle mich etwas überfordert. Ich habe noch nie einen Hamster beerdigt. Ja, Sie müssen, Herr Pfarrer, Sie müssen. Sonst muss ich die Dachrinne in die Wohnung verlegen, damit sie ungestört abheulen kann. Ja. Wir haben ja schon die Grabstelle gemietet, war auf dem Tierfriedhof. Die wird in einer Woche frei, dann kann Olle Oetker hier zugeschaufelt werden. Wie? In einer Woche erst? Der Hamster, der Kadaver, verwest doch. Dr. Edgar ist kein Kadaver. Entschuldigen Sie, das tote Tier. Dr. Edgar war noch nie ein Tier. Oh Gott, ja, können Sie ihn denn so lange aufheben? Da waren auch so Waren, Herr Backe. Ja, kein Problem. Er wird nicht riechen, weil wir frieren ihn ein. Ja. Dann liegt er genau zwischen dem Pommes frites und die Iglu-Spinat. Also, das ist alles schon geklärt. Also, ich hab's schon lange aufgehört, mir zu ekeln. Also. Dr. Edgar ist nicht eklig. Nee, das war der nie. Der ist so ja in seinen Tod. Ist er noch ganz lieb und ganz süß und alles. Ah! Er lebt! Er ist wieder auferstanden, Herr Pastor. Eine Auferstehung, ein Wunder. Edgar!
Komm bei Mama, komm bei deine liebe kleine Mama. Oh, die Leinotter freut sich aber deine liebe kleine Mama Jünta. Nun hat mein Leben wieder einen Sinn bekommen. Ja, genau den, der mir gerade abhandengekommen ist. Auf Wiedersehen, Herr Pastor. Ja, auf Wiedersehen. So. Und vielen Dank nochmal, ja. Hier schon mal vor, Entschuldigung, Herr Pfarrer, eine Frage. Könnten Sie vielleicht in 2-3 Tagen noch mal einen Termin für uns machen? Gern. Worum soll es denn dann gehen, Herr Backe? In derselben Sache, Herr Pfarrer. So. Wir alle wissen, die Bundesregierung war in den vergangenen Jahren immer wieder bemüht, die hierzulande lebenden Ausländer nach Kräften zu integrieren. Wir zeigen Ihnen jetzt einen Modellversuch, nämlich einen Sprachkurs, der helfen soll, dass beide Parteien sich künftig besser verstehen. Hören Sie jetzt Lektion 1 des Kurses Deutsch für Türken. Bonjour, wie seid ihr hier? Yvette. Guten Morgen. Guten Morgen. Setzen. Setzen. Wir haben letzte Woche die unregelmäßigen Verben durchgenommen. Und heute wollen wir nun anhand eines einfachen Satzes die grammatischen Strukturen der deutschen Sprache kennenlernen. Zuerst spreche ich den Übungssatz vor und ihr sprecht ihn dann bitte korrekt nach. Achtung, der Satz lautet: Der Türke packt die Koffer. Also schön, hübsch der Reihe nach. Der Türke packt die Koffer. Schön. Und jetzt das Ganze in einem Satz. Der Türke packt die Koffer. Na wunderbar. Der Türke packt die Koffer. Dieser Satz, so einfach er klingen mag, bereitet vielen Türken immer noch Schwierigkeiten. Das liegt größtenteils an den vielen unterschiedlichen Fällen. Wir üben deswegen jetzt mal den Westfall, also den Genitiv, und zwar als Passivkonstruktion. Wir üben: Die Koffer des Türken werden gepackt. Bitte? Die Koffer des Türken werden gepackt werden die. Abgeleitet vom Werk packen. Na gut, das müssen wir noch üben. Üben wir jetzt mal die Verwendung des im Deutschen sehr häufigen Hilfsverbs können. Dieses Verb dient dazu, eine besondere Fähigkeit des Subjekts, in unserem Fall also ein Türke, eine besondere Fähigkeit des Objekts auszudrücken. Achtung, wir üben. Der Türke kann die Koffer packen. Bitte? Der Türke kann die Koffer packen. Sehr gut, ja. Und jetzt das Ganze als Plural mit besitzanzeigendem Fürwort. Bitte nachsprechen. Achtung. Die Türken können ihre Koffer packen. Bitte. Die Türken können ihre Koffer packen. Also, jetzt fassen wir mal zusammen, was wir heute gelernt haben und bilden dazu einen Satz im Plural mit Verb als Passivkonstruktion im Nominativ. Achtung! Der Satz lautet: Die Türken können ihre Koffer gepackt bekommen. Bitte? Die Türken können ihre Koffer bekommen. Gepackt bekommen. Sonst macht der Satz überhaupt keinen Sinn. Also dieser Satz ist eure Hausaufgabe für nächste Woche. Aufschreiben, auswendig lernen und so lange aufsagen, bis ihr ihn vollständig begriffen habt. So viel für heute war es aus dem Sprachlabor des Innenministers. Ich sage Tschüss und gute Reise. So wie uns heutzutage die Vogelgrippe Sorgen bereitet, war es vor circa 20 Jahren BSE, der Rinderwahnsinn. BSE hatte eine Inkubationszeit von mindestens 10 Jahren. Wer sich also damals leckeres Rindersteak einverleibte, könnte heute folgende Symptome aufweisen. Ja. Heinz, das war doch schon die dritte Portion. Du hast nun wirklich genug. Es besteht kein Anlass zur solchen Furcht, Hilde. Die hygienischen Standards hier bei uns sind gut. Die medizinische Versorgung ist, guck mal hier, flächendeckend, weißt du, hier. Heinz. Ja. Die Infektionskrankheiten sind auf dem Marsch in die Bedeutungslosigkeit. Aber wie dem auch sei, Hilde, der Rinderbraten war heute wieder.
bitte. Der Rinderbraten war heute wieder mustergültig. Genau, ja. Bevor bei uns zu Hause früher der Braten auf den Tisch kam, sagte mein Vater mal zu meiner Mutter. Genau, ja. Und nun kredenzt uns den edlen Rinderbraten. Ja, das hat mein Vater mal gesagt zu meiner Mutter. Ja. Kredenzt uns den edlen Rinderbraten. Ja. Dein Fleischer hat mir übrigens neulich erzählt, er kenne jedes Pfund drin. Ja. Jedes Pfund drin persönlich, das bei ihm über den Ladentisch geht. Und dann hat er gelacht, der Herr Moosberg. Genau. Hat er gemacht. Willst du dich auch mal vom edlen Rinderbraten? Das sag ich doch! Wir sind auch im edlen Rinderbraten. Na, du kostest ja mehr. Heinz, du weißt doch, dass ich nur vegetarisch esse. Auf eine Million Menschen kommt ein Rinderwahnsinn hier. Wie oft Mu. Lass ich dir doch noch sagen. Genau. Das Geschwätz vom Rinderwahnsinn ist eine Verschwörung. Da steckt der deutsche Schweinezüchter dahinter und der japanische Tofu-Produzent. Ein Plot. Ja. Heute wird nur vor dem Rind gewarnt. Aber morgen vielleicht schon vor den Hirten. Ich sage es dir zum letzten Mal. Genau! Die Übertragung der Rinderseuche auf den Menschen ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Hilde. Oder wie du heißt. Wo bleibt nur der Lift bei Menschen? Na endlich, hier. Werfen Sie mal die Postkarten ein, ne? Aber ein bisschen schnell, ne? Postkarten? Sag mal, wann hast du die geschrieben, hä? Na schön in Dresden, du Penner. Was steht da drauf, du blöde Schlampe? Dass der Service beschissen ist, der Pool nicht vorhanden und dass es hier in dem Zimmer dieser verdammten Bruchbude, ja, dass es da schlimmer aussieht als bei uns zu Hause. Und woher hast du das in Dresden alles schon gewusst? Na, wir reisen doch mit Pfui. Es gibt in unserer Gesellschaft, wie in jeder Gesellschaft, politische Randgruppen. Sie vertreten Meinungen, die nicht den Vorstellungen der Mehrheit der Bürger entsprechen. Trotzdem dürfen wir diese Gruppierungen natürlich nicht vorverurteilen, sie ausgrenzen oder ihnen gar hier irgendwelche Denkverbote erteilen. Nein. Denn Pluralismus meint gerade jetzt, so lange in braunen Suppen stochern, bis sich irgendein demokratisches Haar darin findet. Meine Damen und Herren, guten Abend zu unserer Gesprächsrunde, die Innenseiten der Außenseiter. Ich begrüße heute hier sehr herzlich Herrn Alois Moosbrecher, den zweiten Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Freunde der Diktatur. Benannt. Herr Moosbrecher, Freunde der Diktatur, Sie wollen also, wenn ich Sie da recht verstehe, unsere Demokratie abschaffen. Abschaffen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ausrotten. Ist vielleicht auch nicht das richtige Wort. Ich sage mal, gestalterisch mitwirken. Im positiven Sinne. Also negativ. Ah, verstehe. Ja, da haben Sie es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, in unserer linkslastigen Medienlandschaft überhaupt Gehör zu finden. Genau so ist es. Ein Gedankenaustausch findet ja quasi nicht statt. Wenn man heutzutage hierzulande von Diktatur spricht, ist man ja automatisch gleich als Rechtsextremer verschrien. Da lassen Sie mich gleich mal kritisch nachhaken. Ja, haken Sie. Haken ist immer gut. Ja. Im Grunde haben wir Deutschen ja mit der Diktatur eigentlich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Wieso? Ja, wegen damals. Wie damals? Ja, damals, die finsteren Jahre.
finstere Jahre, also... Die dunklen Kapitel unserer Geschichte, die böse Epoche des Unmenschen. Ach so, Sie meinen die Hitlerzeit? Ja, also da haben wir nichts mit am Hut. Ja, das war meine Frage. Ja, dieser Hitler war ja ein Wahnsinniger, nicht? Adolf Hitler hat die Diktatur missbraucht für seine Zwecke. Schlimm, was der gemacht hat mit den Deutschen. Schlimm. Ein schönes Beispiel, dass man ihre Gruppierung eben nicht vorschnell in eine bestimmte Schublade stecken sollte. Genau so ist es ja. Solche Schlampereien wie unter Hitler wird es bei uns nicht geben. Das stimmt. Und wie gedenken Sie denn nun, die Demokratie im Einzelnen abzuschaffen? Nicht im Einzelnen, im Ganzen. Ja, schön, aber wie, wie? Gewaltsam, nur mit Gewalt, anders geht es nicht. Gewalt gegen Gruppen, Gewalt gegen Einzelpersonen, das müssen wir von Fall zu Fall entscheiden müssen. Ja, da werden Ihnen wahrscheinlich nicht alle unserer Zuschauer so ohne weiteres zustimmen wollen, aber... Müssen ja nicht. Eben, es geht ja erstmal um ein gegenseitiges Verstehen. Ganz genau. Müssen ja nicht alle zustimmen. Und es geht nicht um eine vorschnelle Verurteilung. Und die, die jetzt nicht zustimmen, können wir uns ja später noch mal gesondert vornehmen. Das ist vielleicht ein strittiger Punkt jetzt, das Problemfeld Gewalt und so weiter. Gewalt. Was ist denn daran strittig? Bin ich ganz sicher, ob wir da jetzt weiterkommen. Was soll das heißen, ihr demokratischer Drecksack? Lassen wir das mal so im Raum stehen, Herr Moosbrecher. Dass ihr nicht alle stehen bleibt. Ja, vielen Dank, das soll es erst mal so weit gewesen sein. Trotzdem... Was soll denn das? Trotzdem wichtig, glaube ich, dass wir neue Denkansätze nicht gleich im Keim ersticken, dass wir... Ausrotten! Ausrotten! Stumpf und Stiel! Dass wir integrieren und nicht ausgrenzen. Freuen wir uns nun auf unseren nächsten Gesprächsgast, einen Vertreter der Interessengemeinschaft kritischer Ausländerfeinde. Guten Abend. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Thema Nahrungsaufnahme. Das hat die Natur eigentlich ganz praktisch eingerichtet. Mund auf, Essen rein, runterschlucken, fertig. Es sei denn, man kennt sich nicht so ganz aus mit thailändischen Spezialitäten. Bitte, Sie wünschen? Ja, also ich nehme einmal hier die Vorspeise Nummer 5. Phu Khu Le. Extrasaft oder Mittelsaft oder Normalsaft? Extrasaft, was? Also extra scharf, ja, ja. Und du, Trude? Haifischflossensuppe, wie man sie in Ostborneo isst. Extrasaft, Mittelsaft oder Normalsaft? Was hat sie gesagt, Carlos? Ganz Kind, Extrasaft, Mittelsaft oder Normalsaft? Ja, Gott, Mama, du wolltest doch ausländisch essen gehen. Also, was ist jetzt? Was ist die Dame entschieden? Extrasaft, Mittelsaft oder Normalsaft? Normalsaft, die versteht die Sprache nicht, ja? Und Sie trinken? Ja, bringen Sie uns mal zur Feier des Tages eine Flasche Sekt. Karl-Heinz, Sekt? Ja, verdient hast du es nicht. Ja? Und was nehmen wir? Was wünschen Sie? Ja, das entscheiden wir dann nach der Vorspeise, ja? Bitte. Danke. Die asiatische Küche soll ja sehr, sehr scharf sein, Karl-Heinz. Soll, du sagst es, ja. Es wird viel erzählt, nicht? Der Deutsche ist ja auch extrem scharf, nicht? Ich habe in jungen Jahren mal einen gehäuften Esslöffel Löwensenf zu mir genommen. Extra scharf. Ohne nachzutrinken. Musst du dir mal vorstellen, ja? Andere wären daran erstickt, aber ich habe dich sogar noch geheiratet. Darf ich Sie mal fragen, kennen Sie Löwensenf? Was ist Löwensenf? Habe ich dir nicht gesagt? Löwensenf. Extra scharf. Haben wir auch in Deutschland. Typisch, nicht? Löwensenf kennen Sie nicht, aber uns was erzählen wollen über Schaf. Ja, ich kann ja morgen mal, nee, morgen jetzt nicht, aber nächste Woche kann ich mal vorbeikommen und Ihnen ein ganzes Glas Löwensenf vorbeibringen. Extra scharf. Ja, ja, extra scharf. Ja, genau. Extra scharf. Die versteht genau, was du sagst, Karl-Heinz. Man muss eben bloß ein bisschen auf die Leute eingehen, nicht? Prost. Ja. Danke. Dankeschön, ja. Das sieht ja gut aus. Ja.
Sieht wirklich nett aus. Lecker! Also übertreib mal nicht so, ja? 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 So. Und? Vorzüglich. Scharf? Lächerlich. Mit Löwensenf gar nicht zu vergleichen. Ist was? Trude. Ich sehe nichts mehr. Karl-Heinz, deine Brille ist beschlagen. Oh, verfluchtes Ding. Karl-Heinz, jetzt ist die Brille in meiner Suppe. Ich habe jetzt andere Probleme, Trude. Kann man noch was Scharfes drin in dem Essen? Deine Brille ist jetzt in meiner Haifischsuppe, Karl-Heinz. Sie raus! Und hast Angst vor dem Hai! Schmeckt es Ihnen oder ist es zu scharf? Scharf ist es, aber nicht zu scharf. Wir müssen probieren die Soße schön scharf, uns wird viel gegessen. Ja, ja. Probieren Sie. Ja. Du sag doch der Kellnerin, dass es dir zu scharf ist, wenn es dir zu scharf ist. Verdammt, das heiße. Geht doch mal anständig mit mir. Zu scharf, zu scharf. Ist es so scharf? Nein, es ist nicht so scharf! Was? Kann ich was für dich tun, Karl-Heinz? Krawatte! Hilfe! Mein Mann brennt auf den Mund! Na, Karl-Heinz, hat es geholfen? Nein. Es hat nur abgelenkt. Könnte einer der beiden Herren mich vielleicht K.O. schlagen? Jetzt ist er nicht mehr zu scharf. Sehr verehrter Herr Botschafter Ding Dong. Sung Ching. Sung Ching, der Tadische der Ding Dong. Im Auftrag der Bundesregierung möchte ich Ihnen. Möchte ich Ihnen eine Liste mit in Ihrem Land inhaftierten Bürgerrechtlern. Mincha, Rodudo, Juda, Minta. Wurbordung, nie Zeit, Schimmernung 999. Der Herr Botschafter versteht Sie nicht, sagt der Herr Botschafter. Wie? Versteht mich nicht. Schemesana, Nietzschana, Dubontana. Wurbordung, nie Zeit, Schimmernung 999. Der Herr Botschafter versteht nicht, dass Sie nicht verstehen, dass er nicht versteht, sagt der Herr Botschafter. Ach, sagt er das? Also sagen Sie ihm, dass ich ihm eine Liste mit in seinem Land inhaftierten Bürgerrechtlern überreichen möchte. Rodu Ciminta, Diccio Gini. Da Bulja, da Bulja, 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 nun, 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 nun. Der Herr Botschafter versteht nicht, was Sie von ihm wollen. Ja, aber das weiß ich doch. Ich muss das sagen. Das sagt jeder. Präsident Clinton hat das auch gesagt. Also sagen Sie ihm, die Bundesrepublik Deutschland bittet den Herrn Botschafter, sich für die Freilassung einzusetzen. Wettifa, Düsselfa, Ortschuli. So, nun sollten wir mal über einen anderen Punkt sprechen. Funke für welche Tato, so wie... Seien Sie doch nicht albern, Frau Rathgeschmell. Sie merken doch, dass der Herr Botschafter und ich uns glänzend ohne Sie verstehen. Rat ich sich mal da. Wir sollten jetzt sprechen über den Milliardenkredit,
den er Ihre Legierung für den Ausbau unseres Verkehrssystems gewählen will. Herr Botschafter, wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? Ich habe in Freiburg studiert. Ja, ja, aber nicht die Menschenrechte, nicht? Freut mich. So, bitte sehr. Prost. Was? Na, Henkel trocken? Also, immer dieses Gezeter über vergiftete Lebensmittel oder auch über genmanipulierte Nahrungsmittel. Ja gut, viele warnen davor gesundheitlichen Risiken. Aber muss man das immer gleich so negativ sehen? Gibt es da nicht auch gewisse positive Aspekte? Ich hab sie gekriegt, Brümmelchen. Die ganz großen Tomaten. Ich hab sie gekriegt. Weißt du, die können nicht verfaulen, weißt du? Das sind die mit den umgedrehten Genen, weißt du? Wo sie innen drin in den Zellen alles umgedreht haben und so, weißt du? Ah. Ja. Und was willst du damit? Na, erst wollte mir der Herr Bökenhauer gar nicht sagen, welches die mit den umgedrehten Genen sind. Ja. Aber dann hat er gesagt, ach, wissen Sie, Sie sind so eine treue Kundin, Ihnen verrate ich's. Siehst du, so sehen die aus hier, siehst du? Ja. Und dann habe ich noch 3 Kilo Mais gekauft, auch den mit den umgedrehten Genen, ja. Und dann hier noch Sojaöl. Da hat der Herr Bückenhauer gesagt, da kann ich auch von ausgehen, dass das umgedreht ist mit den Genen. Ja, 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 mit den Genen, mit den Genen. Was willst du denn nun damit? Na, Salat machen. Für Ingo, habe ich gedacht. Für unseren allerliebsten Schwiegerenkel. Weißt du, ich kann es einfach nicht mehr aushalten und ertragen, wie unsere süße kleine Enkeltochter behandelt. Die Barbara hat noch nicht wieder ein blaues Auge gehabt. Ja, ja, ja. Vor 8 Tagen hat sie so geweint am Telefon. So. Und was hat das denn mit den Tomaten zu tun? Naja, weißt du, Tomatensalat ist ja Ingos Leibgericht, nicht? Ah. Und wenn er heute Abend kommt hier zu uns und bei uns wohnt für 3 Wochen, weil er ja auf Montage ist, dann mache ich ihm 3 Wochen lang jeden Tag Tomatensalat mit Mais und Sojaöl. Das dauert dann zwar eine Weile, aber in spätestens 10 Jahren hat Barbara ihn dann vom Hals. Das verstehe ich nicht. Von Tomatensalat? Da kriegt man noch Krebs von. Aber habe ich nicht ganz genau erkundigt. Das sagen alle Umweltschützer, nicht? Krebs oder vielleicht sogar noch viel was Schlimmeres, was sie noch gar nicht wissen. Und dann geht Ingo qualvoll zugrunde. Und das hat er auch verdient. Das ist doch Unsinn. Doch, nicht von Tomatensalat. Habe ich doch gerade erst gelesen hier in der Zeitung. Alle Experten sind sich da einig, von der Lebensmittelindustrie und von der Landwirtschaft. Die sind vollkommen ungefährlich, diese umgedrehten Gene da für die Gesundheit. Das weiß ich doch, dass die das sagen. Das haben sie ja vor ein paar Jahren von den Holzschutzmitteln auch immer gesagt. Hoch und heilig haben die Experten geschworen, völlig ungefährlich. Ja, und ein paar Jahre später sind die Menschen dann reihenweise daran gestorben oder verkrüppelt. Nicht? Und dann haben die Experten gesagt, ja, das konnten wir ja damals noch nicht wissen. Wir hatten ja noch keine Ergebnisse. Mit anderen Worten, der Menschenversuch war noch nicht abgeschlossen. Und diesen Menschenversuch, den mache ich jetzt bei Ingo. Ja, ja, ja. Ja, aber das geht doch gar nicht. Wieso denn? Ja, da müssen wir beide doch immer davon mitessen. Sonst kriegt er das doch mit. Nee, das ist ja gerade das schöne Brümmelchen. Weißt du, wir beide sind ja jetzt schon über 80, nicht?
Uns machen die umgedrehten Gene nichts mehr aus. Weißt du, bis wir 90 sind, also 90 werden wir sowieso nicht, bis der Krebs kommt. Also, nee, wir sind da fein raus. Aber Barbara, die ist dann ja erst 42, weißt du? Die hat dann ihr ganzes Leben noch vor sich. Wenn er sie bis dahin mal nicht schon totgeschlagen hat. Nee, weißt du, der wird ja dann langsam, wird er auch immer schwächer, weißt du? Zum Ende, da sieh ich da bloß noch so dahin. Oh, ich freue mich schon, wenn er so richtig reinhaut in die umgedrehten Tomaten. Schmeckst du den Ingolein? Dann nimm dir ruhig noch ein bisschen mehr. Je mehr, desto besser, Ingolein. Dann mach mal zu. Dann fang mal an, den Salat zu machen. Nimm eine ganz große Schüssel. Er hat doch dann auch Hunger, wenn er kommt. Ja, natürlich. Ja. Ist das nicht herrlich, Brümmelchen? Jetzt hat die Wissenschaft endlich mal was erfunden, wo nur wir alten Leute einen echten Vorteil von haben. Der nun folgende Sketch spielt zu einer Zeit, als ein gewisser Herr Stoiber gegen den Bastardkanzler Schröder in den Wahlkampf zog. Ich spielte, ohne ihn zu parodieren, erstens den Kanzler, zweitens seine Partei als kleines sozialdemokratisches Rotkäppchen, drittens den ominösen Bayernkönig Stoiber und viertens den Erzähler, der frei nach Goethes Erlkönig durch die gar schauerliche Ballade führt. Der geistert zu spät durch die Nacht herbei. Der Kanzler ist es mit seiner Partei. Dicht an ihn geschmiegt, das zitternde Kind lässt fahren dahin einen heftigen Wind. Mein Kind, sowas gehört sich nur wirklich nicht. Was bläst mir denn Wind so stark ins Gesicht? Warum riechst du plötzlich so ungesäubert? Spürst, Kanzler, du nicht, dass da irgendwas stolpert? Der Bayernkönig, von dem habe ich Schiss. Er bleckt so begehrlich sein Gebiss. Sei ruhig, mein Kind. Er tut zwar sehr bissig, doch ist seine Hirnschale relativ rissig. Gelegentlich liegt er gern auf der Lauer als nationaler Trichinenbeschauer. Mein Kanzler, was tut ihr mir kund? Ein eiskaltes Grinsen spielt um seinen Edmund. Du Sozi-Göre, ich kriege dich. Und dann treibe ich es mit dir ganz fürchterlich. Du bist mir zu sehr durchmischt und durchrasst. Und sowas habe ich schon immer gehasst. Ich will ein Volk möglichst rassig und rein. Nach meinem Vorbilde soll es sein. Denn CSU, das hieß immer schon die Chromosomenschutzunion. Mein Kanzler, mir klappern die Zähne. Der Bayernkönig will mir an die Gene. Sei ruhig, mein Kind, das vergeht ihm ganz schnell. Wart nur bis zum ersten Fernsehduell. Da grinse ich ihn gnadenlos nieder. Der hat keine Chance, den siehst du nie wieder. Willst, kleines Rotkäppchen, du mit mir gehen? Meine Schwester Angela ist wunderschön. Sie wird dich christdemagogisch umschmusen, bis die Leidenschaft lodert im parteilichen Busen. Mein Kanzler, jetzt droht mir das Ferkel, auch noch mit dem Schlimmsten, mit Angela Merkel. Sei ruhig, bleib ruhig, meine Partei. Mit der Angela ist es aus und vorbei. Bei der K-Frage fiel die Wahl niemand schwer. Der Stoiber hatte einfach den besseren Friseur. Ich kriege dich. Mich reizt deine Stimmgewalt. Deine Wähler, die brauche ich, und zwar ziemlich bald. Mein Kanzler, jetzt fasst er mich an. Er will an meine Stimmzettel ran. Den Kanzler Grausitz. Durch die Wahlnacht errennt, gehetzt vom demoskopischen Trend. Erreicht wohl die Urne mit Mühe und Not. Darin ruht in Frieden bald grün und rot. Entschuldigung, eine Frage. Haben Sie schon mal über Ihre Autoversicherung nachgedacht?
Und sind Sie sicher, dass Ihr Zweitwagen günstig versichert ist? Weil wir hätten da ein günstiges Angebot, wenn Sie im Besitz einer Tiefgarage sind und nicht mehr als 10.000 Kilometer pro Jahr fahren. Also, dann haben Sie wohl schon eine günstige Autoversicherung. Und wenn ich fragen darf, bei wem? Hook. Wir schreiben das Jahr 2028. In der Gesellschaft der Zukunft weht ein eiskalter, asozialer Wind. Und Sie mittendrin, allein und alt, arm und mittellos, Jahrgang 1954, rentenloser Sondermüll. Auf der Straße herrscht das Gesetz der Kids. Hey Oma, lass mal gucken, was du in der Tasche hast. Nein! Das ist ja gar nicht dran. Nein, ich hab kein Geld, ich krieg nichts von dir. Aber von mir kriegst du was. Schon 1999, im blühenden Alter von Mitte 40, deutete sich an, dass sie einmal um ihre Rente betrogen werden würden. Hätten sie doch damals nur auf den privaten Altersvorsorgeplan von Herrn Kaiser gehört. Zu spät. Nun müssen sie im Auffanglager für mittellose Senioren in Nirvana an der Nahe bei Medizinball-Kegelabenden und Thrombose-Strumpfbandel springen, um ihr Überleben kämpfen. Ihre Pfleger kennen keine Gnade. Tantchen, wenn du noch einmal ins Bett machst, kommt der Onkel Doktor und setzt dir einen Blasenkatheter ein, ist das klar? Das tut weh. Doch in diesem Vorhof der Hölle treten aus dem Dämmerlicht des Lebensabends zwei zuckerkranke Insulinsuffragetten an zu ihrer letzten Mission. Mit ihnen beginnt die Rache der Rentnerinnen. Sehen Sie einen packenden Science-Fiction-Thriller, gedreht nach einer wahren Begebenheit von Norbert Blümelein und Walter Verbiester, den Regisseuren, die bereits mit Geriatric Park für Aufsehen sorgten. Die Geschichte, wie aus zwei um ihre Rente betrogenen alten Fregatten krückenschwingende Kampfmaschinen wurden. Wir wollen unseren Beitrag wieder haben! Wie sie eine ganze Armee um sich scharten. Ich liebe die Kraft, die Rentneraktionsfront! Wie aus einer Idee blutiger Ernst wurde. Der Sozialminister ist in unseren Helden! Freilassung erst nach Entschädigung aller beschissenen Beitragszahler! Klar? Wie sie die Macht an sich rissen. Dieser Radiosender ist besetzt! Schluss mit dem Techno-Scheiß hier! Jetzt wird mal wieder richtige Musik gemacht! Jetzt mal Thema Müllsortierung. Also das weiß man ja inzwischen. Kunststoff in die Kunststofftonne, Biomüll in die grüne Biotonne.
Sonst kommt womöglich die Müllpolizei und schüttet Ihnen den ganzen Mülleimer vor die Tür, wenn Sie nicht richtig einsortiert haben. Boah, ein Albtraum. Was hast du denn, Wölki? Das Etikett ist jetzt zwar noch auf die Folie geklebt. Du hast schlecht geträumt, Wölki. Ich glaube, ich habe es nicht getrennt. Und der Aufnahmestreifen, der dünne rote Aufnahmestreifen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wölfi, du bist zu Hause bei deiner lieben Gerti. Hallo. Die angebissene Waffel habe ich in den Sondermüll geworfen. Das war korrekt. Aber das Etikett, das... Was? Was hast du in den Sondermüll geworfen? Was habe ich denn in den Sondermüll... Ach so, die angebissene Waffel mit der verschimmelten Haselnusscreme. Ja, bist du denn verrückt geworden? Die gehört doch in die Komposttonne. Nee, also der Schimmel und die Konservierungsstoffe, die gehen ja eine chemische Verbindung ein. Das ist Sondermüll. Aber das Etikett, ich kann Wolfgang, mich da nicht mehr... Wolfgang, was hast du denn jetzt wieder angerichtet, wenn sie unsere Tonnen nun diesmal wieder nicht entleeren und alle Nachbarn sehen, dass wir wieder falsch einsortiert haben? Wir? Na, du bist ja vielleicht gut. Wir? Ich habe ja noch nie falsch einsortiert, nicht? Das warst ja wohl du mit dem Joghurtbecher letztes Mal hier. Den Joghurt nicht richtig ausgekratzt und dann zack, hier ab damit in die Komposttonne, nicht? Das war ja wohl der Grund, nicht? War der Grund. Natürlich. Ich glaube, ich höre wohl nicht richtig. Du hast die Metallfolie von demselben Joghurtbecher für Papier gehalten und sie einfach in die Altpapiertonne geworfen. Eine Joghurtbecher-Metallfolie in die Altpapiertonne. Wofür haben wir denn sonst das Bußgeld bezahlt? Das ist ja allerliebst, ja? Wer ist es denn gewesen, der vergessen hat, von der braunen Orangensaftflasche den Metalldeckel abzuschrauben, auf dem sogar noch ein Papierdickett geklebt hat, ja? Das war ja wohl gleich dreifach fahrlässige Leergut-Falscheinsortierung, nicht? Also, ja, kann man sagen, nicht? Also erstmal die braune Flasche war beim Weißglas, mitsamt dem Metalldeckel und dem Papieretikett. Ja, hier. Und ein Plastikdeckel und ein Folienetikett, ja. Gut, ich gebe dir zu, ich habe mich einmal geirrt, ja? Aber du? Was denn? Du wirst den Fensterbriefumschlag in die Altpapiertonne. Und sind Briefumschläge etwa kein Papier? Finde ich wahrscheinlich Kompost oder was? Das Fenster des Fensterbriefumschlages ist Kunststoff. Das habe ich dir doch schon 100-mal gesagt. Das Fenster ist aus Kunststoff. Das Briefumschlagfenster aus Kunststoff. Menschenskind, das ist Transparentpapier. Und Transparentpapier... Transparentpapier ist Kunststoff. Das ist ja nicht zu fassen. Das muss ich mir von einer Frau sagen lassen, ja? Das muss ich mir von einer Frau sagen lassen, die weiße Weinflaschen bei Buntglas einwirft und dann auch den Korken drauf lässt. Den Korken! Oh mein Gott, ja! Aus Versehen, ja, aber du! Was denn? Ja, du wirfst den Kaffeefilter mitsamt dem Kaffeesatz absichtlich in die Küchenabfalltonne, ja, weil du zu faul, zu dumm, zu verantwortungslos bist, zwischen Kompost, Küchenabfall und Altpapier zu unterscheiden. Hör jetzt auf, wenn es geht. Ich zerbrate mir hier das Gehirn, ob ich das Papieretikett von der Alugoldfolie der Hanuta-Packung, ob ich das Papier... Alugoldfolie, die Hanuta-Packung hat doch keine Alugoldfolie. Das ist Glanzpapier mit Kunststoffbeschichtung und gehört in die Kunststofftonne. Sei jetzt sofort ruhig. Sei jetzt ruhig. Hanuta-Packung ist Alugoldfolie mit Papieretikett. Gibst du das jetzt zu? Gibst du das sofort zu? Aber die Klebemasse zwischen Papier und Folie ist Kunststoff. Gott, die Kunststofftonne. Quatsch! Ich hab's in Metalltonnen getan. Ich will nie wieder was hören von Kunststoff. Gatti? Gattilein? Oh Gott, was mache ich denn jetzt bloß? Was mache ich bloß? Komposttonne oder Sondermüll? Und hier ist wieder eine neue Ausgabe unseres knallharten Politmagazins Grüß Gott, du wunderschönes Land. Meine Damen und Herren, Skandale erschüttern dieses wunderschöne Land wie selten zuvor in seiner Geschichte. Ein Risiko für unser politisches System? Sicher. Aber Risiko bedeutet immer auch Chance. Deswegen sind wir heute zu Gast bei einem Mann, der nicht nur die Zeichen der Zeit, sondern auch eine Marktlücke erkannt hat. Und eben dort befinden wir uns jetzt im ersten deutschen Fachgeschäft für Skandalzubehör. Herr Jenker, wie kamen Sie auf die Geschäftsidee? Nun, der Gedanke war ja naheliegend, nicht wahr? Also, wer etwas zu verdecken hat, muss sich ja vorerst einmal eindecken. Nämlich mit allem, was zum Skandal dazugehört, was man so benötigt, nicht wahr? Also Skandalzubehör eben, nicht wahr? Ja, und davon gibt es ja, wie man sieht, bei Ihnen reichlich. Welche Produkte führen Sie nun im Einzelnen? Nun, wir verfügen natürlich insbesondere über eine breite Angebotspalette an schwarzen Koffern, nicht wahr? Also, wie Sie hier deutlich sehen, drei verschiedene Größen, klein, mittel, groß. Also praktisch L, XL und XXL. Nein, C, D, U.
Wie? Dann Cash-Devisen, Unterstützungsspenden. Das wäre dann also dieser große Koffer hier. Ja, Fassungsvermögen 0,5 SKM. SKM? Spendenkubikmeter. Ein halbes Spendenkubik, das sind ja immerhin also 2 Millionen in kleinen Scheinen. Nicht wahr? Ja. Und vor unerwünschtem Zugriff schützt dieses Zahlenschloss hier. Ja, dieses Zahlenschloss ist übrigens ab Werk voreingestellt und geht unter 6 Nullen gar nicht erst auf. Ja. Und wie man fühlt, auch in der Oberflächenverarbeitung exquisite Qualität. Ja, ja. Das ist ein handgegerbtes Leder vom nordkanadischen Vielfraß. Also 1A-Qualität, sage ich. Ja, und genau so soll es ja auch sein. Nur das Beste für unsere Volksvertreter. Herr Jenker, führen Sie uns doch einfach mal ein bisschen durch Ihr Sortiment. Ja, dann hätten wir jetzt mal hier unser reichhaltiges Sortiment an Briefumschlägen, nicht wahr? Handlich, unauffällig, eben für die kleine Spende zwischendurch. Wo sind da jetzt die Unterschiede? Ja, hier dreht sich natürlich alles vornehmlich um die Frage, mit oder ohne Klarsichtfenster, nicht? Also gerade die jungen Abgeordneten bevorzugen ja das Klarsichtfenster, während die altgedienten Recken das nicht mehr nötig haben, die erkennen eine Summe bereits am Gewicht. Das da, was ist das für ein Modell? Das Gelbe hier, das wird sehr gern gekauft, weil das ist in der Gummierung mit Bananengeschmack. Banane? Ja, passend zur Republik eben, nicht? So, und jetzt gehen wir rüber hier zu unserer Bücherecke, nicht wahr? Da hätten wir diesen wunderschönen Autoatlas. Schleichwege ins Fürstentum Liechtenstein. Vielleicht das Dunkle da noch? Ach so, ja, das ist unser sogenannter Beschlagnahmekalender. Ja? Wenn der Staatsanwalt zum Abgeordneten kommt und seinen Terminkalender beschlagnahmen will, dann gibt er ihm den. Wieso? Na, da stehen nur Wohltätigkeitstermine und Papstaudienzen drin, nicht? Dann sehe ich da noch so ein dünnes Bändchen. Was ist das? Ach so, das ist bloß das Grundgesetz. Da kam neulich so ein Dicker rein und sagte, das gelte für ihn nicht und hat es in Zahlung gegeben. Sie haben, wie ich sehe, hier auch CDs? Ja. Natürlich, der Renner im Moment ist dieser Sampler hier, also die CD für die Fahrt zum Untersuchungsausschuss, mit Klassikern wie Marmorstein und Eisen bricht, aber ich mein Schweigen nicht. Dann The Sound of Silence, Silence is Golden, Il Silenzio. Und natürlich, immer wieder montags kommt die Erinnerung. Wie, montags kommt die Erinnerung? Ja, da erscheint bekanntlich der neue Spiegel. Dann gehen wir rüber hier in unsere Konfektionsabteilung. Sie sehen hier jede Menge weiße Westen, nicht? Und dazu passend Unterhemd und Unterhose, nicht wahr? Und zwar in echten 100-Markscheinen. 100-Markscheine, ja. Also 100-Markscheine, also Geldwäsche eben, nicht? Geldwäsche, natürlich, wie stimmig. So, und dann last but not least unsere Spiel- und Spaßabteilung mit diesem Zauberkasten hier, Modell der kleine Magier. Ja? Damit kann der Abgeordnete kleine magische Tricks üben und erlernen, allerhand Dinge verschwinden lassen, zum Beispiel Aktenordner, Simsalabim, weg auf Nimmerwiedersehen. Nicht, ja? Oder auch anonyme Erbschaften aus dem Hut zaubern, Abracadabra, dreimal schwarzer Kanter. Nicht? und so weiter, ja. Ja, da sage ich nur, hochinteressant. Bleibt nur noch eine Frage. Ich sehe hier außer Ihnen überhaupt kein Personal. Wer bedient denn nun die zahlreiche Kundschaft? Ich bitte Sie. Ich wende mich hier ausschließlich und gezielt an Politiker. Deshalb steht da draußen groß über der Tür, was für eine Art von Geschäft das hier ist. Und? Na, passend zu unseren Politikern, ein Selbstbedienungsladen. Ein privater Fernsehsender hat jetzt eine quotenträchtige Initiative zur weiteren Senkung der Arbeitslosigkeit gestartet. Bitte sehr. Der Nächste, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Hier sind meine Bewerbungsunterlagen. Wir machen das hier lieber im Smalltalk. Wie heißt du? Witticek, Erwin. Bleib ruhig stehen, Erwin. Wir müssen auch sehen, wie du bildmäßig rüberkommst. Bildmäßig? Weil die Kamera, ist die denn wirklich nötig? Also bei dir eigentlich nicht. Für mich hast du echt alles, was wir hier nicht brauchen. Sie kennen mich doch gar nicht. Guck dich doch mal an. Deine Klamotten sehen total scheiße aus. Der Anzug ist ganz neu, extra fürs Vorstellungsgespräch. Eben, das meine ich. Was?
Er meint, wenn die Leute dich im Fernsehen mit einem neuen Anzug sehen, dann werden sie sagen, der sieht doch gar nicht so arbeitslos aus. Man sieht mich im Fernsehen, wenn ich bei Ihnen arbeite? Ach, der macht mich wahnsinnig. Sag mal, weißt du eigentlich, warum du hier bist? Ja, das Arbeitsamt hat mich hierher vermittelt. Ich soll mich als Nachtportier bewerben. Ja, und sonst haben sie dir nichts gesagt? Das mit der Bezahlung ist nicht so wichtig. Also, Hauptsache, ich kann wieder arbeiten. Du bist hier beim Casting. Bei was für ein Ding? Für DSDS. DSDS? Ja, du weißt noch nicht mal, was DSDS heißt? Vielleicht die Spinnen, die Schwätzer? Guck mal, unser Erwin hat heute Morgen einen Clown gefrühstückt. Hä? DSDS heißt Deutschland sucht den Superarbeitslosen. Ja. Das ist eine Fernsehshow und wir suchen die Kandidaten. Ja, gut, ich meine, also arbeitslos bin ich ja schon. Also. Tja, aber das reicht nicht, Erwin. Na, mir schon. Ich habe bestimmt über 50 Bewerbungen geschrieben. Komm uns jetzt nicht mit so einer Kinderkacke, ja? Zu der Fernsehshow kommen Kandidaten aus ganz Deutschland. Und nur der absolut Hoffnungsloseste kriegt einen Job auf Lebenszeit. Ja, da muss man schon ein kleines bisschen mehr drauf haben, verstehst du? Wie jetzt mehr drauf haben, also... Er meint, wenn ein Unternehmen heute einen neuen Arbeitsplatz schaffen soll, dann will es auch was dafür haben. Ja, zum Beispiel kostenlose Fernsehwerbung bei total hohen Einschaltquoten. Aha. Und wann schalten die Leute ein? Was ist der erfolgreichste Film aller Zeiten? Dr. Chivago? Titanic, du Oldtimer. Ja, und weißt du, warum Titanic so erfolgreich war, Erwin? Vielleicht wegen diesem Leonardo Carpaccio? Weil jeder von Anfang an weiß, dass der Kahn absäuft. Ach so. Er meint, wenn es den Leuten schlecht geht, dann wollen sie Leute sehen, denen es noch schlechter geht. Ja, soll ich jetzt hier live ertrinken, damit ich den Job kriege? Wäre nicht schlecht. Ich würde auch umziehen für den Job. Hey, du bist ein ganz harter, hä? Also ein Langzeitarbeitsloser aus Norddeutschland. Als der hörte, dass die Heilsarmee neue Krankenschwestern braucht, hat der sich umoperieren lassen. Hat er doch. Ja, der hat jetzt einen Job. Bei der Heilsarmee? Nee, der moderiert eine Erotiksendung im Privatfernsehen. Das möchte ich aber bitte nicht. Also. Kannst du wenigstens auf Kommando heulen? Bei Dr. Chivago heule ich immer. Der ist es nicht. Komm, ich finde, der hat was. Ich finde auch, der ist so süß traurig. Also, meinetwegen kriegt er eine Chance. Aber in der nächsten Runde muss er mehr bringen. Da muss er noch eine Schippe drauflegen. Und zwar Hardcore, verstehst du? Was für ein Chor? Erwin, es war knapp, aber du bist eine Runde weiter. Ist das was Gutes? Natürlich! Ja, aber du musst noch an dir arbeiten, Erwin. Mach Schulden. Na, fang an zu saufen, bis sich deine Frau von dir trennt. Und das kann dauern. Das kann dauern. Das dauert. Oh, verträgst du so viel? Nee, aber ich lebe alleine. Dann such dir erst eine Frau und sauf dann. Ja, und dann kriege ich eine Arbeit. Wenn du hart an dir arbeitest, kannst du es bis ins Finale schaffen. Ja, und dann kriege ich eine Arbeit. Wenn du das letzte Duell gewinnst, du nervöses Hemd. Duell? Wie jetzt Duell? Das wollen die Leute sehen, Erwin! Was war denn der andere erfolgreichste Hollywood-Film, Erwin? Gladiator. Gladiator? Zwei Arbeitslose kommen ins Finale. Und ein Kandidat ist schon eine Runde weiter. Bernhard Schlüter, bitte! Das ist Bernie, Langzeitarbeitsloser aus Erwitter Anröchte. Angenehm. Ganz meinerseits. Wie soll denn das funktionieren jetzt? Ganz einfach. Ihr beide und der Sieger kriegt den Job. Ja, und der andere? Wir übernehmen alle Kosten. Die Blumen, den Kranz und den Plastiksack.
Alter Spat! Ein Merkmal Gottes soll ja seine Allgegenwart sein. Es gibt noch etwas, was allgegenwärtig ist. Musik. Man entgeht ihr nicht mehr. In keinem Restaurant, keinem Supermarkt, sogar auf Toiletten hängen Lautsprecher. Und werden wir eines Tages zur ewigen Ruhe gebettet, so finden wir diese auch nicht. Im Paradies ertönen Schalmeien und die Engel singen zum Lob Gottes und in der Hölle gibt Andy Borg Konzerte zur Strafe. Karl-Heinz, was möchtest du für Musik hören? Ach, lass mal. Ich will keine Musik. Pass mal auf, du, die wird dir gefallen. Klasse, was, Karl-Heinz? Wow! Ich hätte gerne einen kleinen Kaffee, aber könnten Sie die Musik vielleicht ein klein bisschen leiser stellen? So. Mögen Sie keine Volksmusik? Doch schon, aber ich habe große Angst vor Ihren Nebenwirkungen. Nebenwirkungen? Ja, die sind ja noch gar nicht alle erforscht. Also, Volksmusik soll ja unter anderem wahnsinnig auf den Sack gehen. Das ist ja so. Wäre das ja schrecklich, na dann mach ich was anderes an. Ja, aber ein bisschen leiser, leiser. Ja, ist ja okay. Danke, ja. Gott sei Dank, ja, wunderbar. Bitte sehr, der Herr. Vielen Dank, danke. Könnten Sie die Musik vielleicht noch ein klein bisschen leiser machen? Wie leiser? Noch leiser? Ja, es ist immer noch ein Tick zu laut, bitte. Dann mach ich ihm was anderes an. Nichts anderes, einfach nur leiser. Ist ja okay. So, Gott sei Dank. So. Die Musik ist ja viel zu laut. Was ist denn jetzt wieder? Die Musik ist zu laut? Ja, die ist wahnsinnig laut. Wenn die Musik jetzt zu laut ist, ja, dann kann die andere ja gar nicht zu laut gewesen sein, denn die Musik ist lauter. Das heißt, die andere war leiser. Ja, in gewissem Sinne schon, aber... Worüber regen Sie sich denn dann auf? Ja, entschuldigen Sie, die Nerven. Wenn ich vielleicht eine kleine Bitte äußern dürfte, könnten Sie die Musik vielleicht ganz, also ich weiß, es ist viel verlangt, aber ganz abstellen so. Sie sind wohl verrückt geworden, was? Haben Sie den Eindruck, also? Aber stellen Sie sich mal vor, ich stelle jetzt die Musik ab. Und dann? Was denn dann? Dann ist Ruhe. Und dann? Wie und dann? Was dann? Wenn hier keine Musik spielt, laufen mir die Gäste weg. Ich bestimmt nicht. Also, entschuldigen Sie, Herr. Wäre es Ihnen recht, wenn die Musik mal ganz kurz abstellen? Super! Endlich mal einer, der was sagt. Das Gedudel geht mir auf die Nerven. Ja, sehen Sie, der Herr hier will auch keine Musik. Karl-Heinz? Ja, was ist? Du wolltest doch Musik hören. An sich nicht. Ja, sehen Sie? Ja gut, ich bin tolerant, keine Musik. Wenn Sie nicht wollen, wunderbar, ja. Von mir aus. Ja, danke schön. Nur so lange, wie ich in Ruhe meinen Kaffee trinke. Danke schön. Ja! Ja! Was ist denn das für Wahnsinn? Sie sind Klassik-Fan, ich wusste es. Das hätten Sie doch gleich sagen können. Sie, Pavarotti, Mann, das ist Pavarotti. Sie kennen doch Pavarotti. Nein, kenne ich nicht. Aber Carrera. Nee, ich kenne keinen von diesen Brüllaffen. Verdi, ja, in der Gewerkschaft bin ich, ja. Aber sind Sie, also, Beethoven, der ist schwerhörig geworden, der konnte es nicht mehr hören, ja? Und ich eben auch nicht. Ich möchte Musik nur hören, wenn ich auch wirklich Musik hören will, verstehen Sie? Und Sie wollen jetzt nicht. Ja, das haben Sie jetzt auf Anhieb sehr, sehr richtig verstanden, ja. Ja gut, das akzeptiere ich ja. Ach, danke, vielen Dank. Aber Oper kann man eigentlich immer hören. Ich hasse Opern aus mir unbekannten Gründen. Keine Opern in Ihrem Alter? Ich mag mich nicht beim Kaffee trinken von einem alten Mann auf Italienisch anbrüllen lassen. Die Nerven. So, nun sagen Sie mir mal ganz offen und ehrlich, welche Musik hören Sie denn privat? Keine. Aber alle Menschen brauchen Musik. Ja, ich nicht. Früher, da gab es nur Musik, wenn sie irgendwo gespielt wurde. Verstehen Sie? Im Saal, auf dem Tanzboden. Und danach war Ruhe. Verstehen Sie? Ruhe. Was sind Sie denn für einer? Selbst im Kuhstall wird Klassik gespielt, damit die Kühe mehr Milch geben. Hören Sie, ich mag aber nicht mehr Milch geben. Ich habe zu Hause Boxen im Bad, da kann ich in der Badewanne liegen und Musik hören. So eine grauenvolle Vorstellung. Also, Karl-Heinz, du hast doch zu Hause eine Klobrille, die spielt einen Trauermarsch, wenn du dich draufsetzt. Ja, und wenn ich den Deckel zumache, spielt sie, sagt beim Abschied leise Servus.
Meine Wohnung ist eine musikfreie Zone, verstehen Sie? Ich bin ein extrem nervöser Mensch. Ich brauche tiefe Ruhe, eine tiefe, tiefe Ruhe. Jetzt verstehe ich Sie. Sie brauchen tiefe Ruhe. Na Gott sei Dank, ein bisschen gedauert, aber naja, schön. So. Na sehen Sie, das ist doch nur aber Musik, bei der Sie tiefe Ruhe finden. Zufrieden? Hilfe! Schnauze! Na, aber Sie können doch... Schnauze! Ich kann! Ist ein anderer noch hier. So. Ja. Und jetzt trinke ich hier in aller Ruhe meinen Kaffee. Was ist das? Mein Handy. Du bringst mir jetzt das Handy. Aber ganz schnell und ganz vorsichtig. Setzen. Ja. Noch irgendwo ein Handy im Raum? Okay. Da ist jetzt Ruhe. Endlich Ruhe. Wenn ich auf meine Serie Hallervorden Spotlight angesprochen werde, dann in erster Linie auf einen meiner absoluten Lieblingssketche. Kommt, Telfax. Mhm. Was denn jetzt? Pre-Selection. Wollen Sie Pre-Selection? Oder was jetzt? Setz dich. Oder Call by Call. Call by Call. Hallo. Hallo. Aufgelegt. Ja. Bin ich hier richtig? Weiß ich nicht. Ich möchte gern Billard telefonieren. Alle möchten Billard telefonieren. Ja, aber es soll ja so kompliziert sein. Also neue Tarife, andere Nummern, man hört da ja so einiges. Kompliziert, und dann, ja. Kompliziert. Ja. Es ist ein Dschungel. Ein unentwirrbares Dickicht. Ein falscher Schritt. Eine falsche Ziffer im falschen Moment. Und du bist raus aus dem Mondscheintarif. Ist das klar? Klar. Das ist ganz klar. Wie heißt du? Sieh mal, bin ich hier richtig bei Comtelfax, dieser neuen Telefongesellschaft? Wie du heißt? So, Schneider. Hör jetzt gut zu, Schneider, hör gut zu. Wo ist er denn jetzt? Wo? Du kannst dir eine Menge Geld sparen, okay? Ja. Verdammt viel Geld. Aber du musst höllisch aufpassen. Ja. Überall. Lauern, Entfernungen, Zeiten, Takte, Tarife. Kannst du mir folgen? Ja, so ungefähr, ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles über dich wissen. Alles. Deine Gewohnheiten, deine Vorlieben, deine Schwächen. Alles. Ich brauche ein klares Kommunikationsprofil. Ja. Wie telefonierst du? Wie ich telefoniere, also... Ich nehme den Hörer ab. Komm, Schneider, mach keine Scheiße mit mir hier! Entschuldigung. Hast du ein Handy? Ein Handy? Ja, ein Handy. Oder Score, Fax, Quicks. Nix. Wir haben nur so ein altes Graues von der Post damals. Okay. Ist gut, Schneider. Ja. Bist kontaktscheu, was? Kontaktscheu, wieso denn das jetzt? Ich meine, ob du beim Telefonieren über die Grundgebühr rauskommst. Gut, manchmal ja. Und manchmal nein. Ja. Na also. Komm, Schneider. Wie hast du es am liebsten? Gebührenorientierte Gesprächsführung? Gebührenorientierte Gesprächsführung, also ich... Ob du auf die Uhr guckst? Gott, manchmal ja. Und manchmal nein, das hatten wir schon, Schneider. Oder bist du mehr so der spontan-impulsive Typ? Spontan-impulsiv, ja, doch schon, also. Ja, was denn jetzt? Würdest du Kernzeiten überspringen, um in Nebenperioden von verlängerten Takteinheiten zu profitieren? Ich weiß nicht, also manchmal denke ich einfach so, Mensch, lange nicht mehr mit Hans Georg gesprochen, dann greife ich halt zum Hörer. Okay, ist gut, Schneider. Und nachts, große Distanzen, würdest du um 4 Uhr aufstehen und Kuba anrufen? Kuba um 4 Uhr, also.
Wen soll ich da anrufen? Also? Ja, nur mal angenommen. In Kuba um 4 Uhr, also. Ich habe eine Schwägerin in Sachsen-Anhalt. Die schläft nachts, also insofern ist es. Schneider, mach keine Spielchen hier mit mir, okay? Okay? Okay, okay. Okay. Sag mal. Schneider, sag mal. Schneider. Sag mal. Ja. Hast du gute Nerven? Gehst du auf Risiko? Hätte ich was für dich. Investment telefonieren. Bei Gesprächen in Gebiete der NATO-Osterweiterung. Weißt du, was es da gibt? Nee. SV-Rabatte. Bis zu 70%. Das ist die ganz schnelle Mark Schneider. SV-Rabatte, also ich weiß nicht. Das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal. Allerdings darf die Inflationsrate nicht den amtlichen Mittelwert übersteigen. Klar. Müsstest du gegebenenfalls am Nicker-Index überprüfen. Müsste ich da mal nachgucken, ja. Oder ganz heiße Kiste. Ja. Callback-Gespräche. Handvermittelt. Über die niederländischen Antillen. Da kannst du 2 Stunden telefonieren. Da kriegst du durch die Zeitverschiebung sogar noch was raus. Jetzt Nickel-Index, niederländische Pastillen, also. Ich persönlich habe ja schon Probleme mit der Komfortauskunft, ja. Komfortauskunft? Ja, was denn das? Bei der Telekom, wenn du da anrufst, bei der Auskunft, da kriegst du eine Nummer. Und bei der Komfortauskunft, da stimmt's auch. Weißt du was, Schneider? Sollte nur ein kleiner Scherz sein. Weißt du was? Ich glaube, das ist hier nichts für dich. Das ist irgendwie eine Nummer zu groß. Du hast ein konservatives Kommunikationsprofil. Du raffst das nicht. Ein konservatives Kommunikationsprofil? Wieso denn? Ja, besser, du suchst da was anderes. Wieder was denn jetzt, was denn jetzt anderes? Ja, was weiß ich? Schreib Briefe. Ein Brief kostet eine Mark 10, kannst du das merken? Mark 10, klar. Ja, in 2 Jahren bist du sowieso wieder da. Wieso, wird das Telefonieren dann einfacher? Nee, aber das Porto wird komplizierter. Wieso? Da fällt nämlich das Briefmonopol, Schneider. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um in aller Kürze, aber doch mit großer Ernsthaftigkeit jetzt hier ein paar Worte in eigener Sache zu sagen. Sie erinnern sich vielleicht, seinerzeit entstand ja mit der Fernsehserie Nonstop Nonsens, mir leid. Entstand ja bekanntlich die Slapstick-Figur Didi. Und ich möchte hier und heute noch mal in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass dieser von mir verkörperte Didi natürlich nur eine Kunstfigur ist. Privat, das können Sie mir glauben. Also privat bin ich ganz anders. Aber völlig, ja. Viele Zuschauer waren ja der irrigen Meinung, Dieter Hallervorden wäre dieser Didi.
Und deswegen möchte ich hier und heute noch mal ganz deutlich klarstellen, Didi ist Didi und Dieter Hallervorden ist Dieter Hallervorden. Der eine hat mit dem anderen so viel zu tun wie ein Müllberg mit der Zugspitze. Niemand kann doch im Ernst glauben, ich würde mich privat auch nur annähernd so verhalten und bewegen wie diese Kunstfigur, nicht wahr? Klar, also habe ich Gegenstände zerdöppert. Bin ich in Fettnäpfchen getreten. Aber doch nur, weil mir andere Leute eingeredet haben, sie wären mit Leuten bekannt, die wiederum andere Leute kennen würden, die womöglich darüber lachen könnten, nicht wahr? Klar habe ich den Volltrottel gegeben. Aber doch nur, weil andere es mir so ins Drehbuch geschrieben hat, nicht wahr? Klar bin ich hinter Autos über unwegsames Gelände gezerrt worden. Aber doch nur und ausschließlich gegen entsprechende Bezahlung. Privat, das können Sie mir glauben. Privat bin ich ganz anders, ja? Aber völlig, nicht wahr? Der private Dieter Hallervorden, und ich weiß, wovon ich hier spreche, hat durchaus Sinn für den feinen Humor, so wie ich es Ihnen gerade jetzt hier nahezubringen versuche. Er liebt die subtile Pointe, die nichts, aber auch gar nichts zu tun hat hier mit grotesken Gags, nicht wahr? Ich in meiner Eigenschaft als Dieter Hallervorden. Ich nie würde ich ein Slapstick-Klischee bedienen, nicht wahr? Kleiner Texthänger, wie war der Text jetzt nochmal? Nie würde ich hier ein Slapstick-Klischee bedienen. Ha! Nie. Bitte überzeugen Sie doch selbst. Rutsche ich ihr etwa vor Ihren Augen auf einer Bananenschale aus? Oh. Oder klatsche ich mir hier eine Sahnetorte mitten auf Jackett? Oh Gott, mein Füller. Oder wird mir eine solche ins Gesicht geklatscht? Nein. Regnet's? Nein, würde ich sagen. Slapstick-Klischee. Nein, nein. Und nochmal nein. Das können Sie behalten. Ist okay. Bitte glauben Sie mir, der private Dingsbums hier, na, der Mensch Hallervorden, hat mit all dem nichts, aber auch gar nichts am, an dieser Kopfbedeckung. Ich als Privatmensch, und ich würde mich freuen, wenn ich das hier Ihnen verdeutlichen konnte, ich stehe ganz persönlich, für eine subtile und äußerst feinsinnige Komik. Ich danke Ihnen.